Ich sollte vielleicht für YouTube auch auf Aufnahme drücken. Prost, Sim. So, für dich auf YouTube. Was hast du verpasst? Ich habe nur alle hier begrüßt und ja, bin vorangeschritten. Du hast also nicht viel verpasst. Sei es Aufseher Martin. Warte mal, wir müssen doch jemanden retten, ne? Verschone Hauptmann Körnoff. Ach, im Büro. Wer ist das denn? Aufseher Martin? Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz der schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, wann gibt's Soma Special? Soma, welches Soma Special? Ich vermisse nur ihre Frau. Ha. Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen, Respekt. Welches Soma Special? Flash and Fango? Können wir Martin retten? Wo geht der lang? Der geht da hinten lang, ne? Der hat eine Maske auf. Und wieso liegt hier Stroh? Noch 53 Minuten. Nur Soma Stream Flex. Nur Soma Stream, glaube ich, wird es, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, nur Soma, glaube ich, wird es nicht geben. Aber es gibt heute Abend genug Soma, glaub mir das. Heute Abend wird es genug Soma geben. Denn heute ist ja wieder Open End. Oh, shit. Shit, der steht ungünstig. So. Psst, Corvo, ich bin es. Aufseher Martin. Ja, bin gleich da. Warte, lass mich mal eben den hier wegtragen. Und irgendwo in eine Ecke legen oder so. Vielleicht hier hin. Na, wir. Ja, immer mit der Ruhe. 54 Minuten. Da sind Sie, Herr Korb. Hi. Ich wusste, Sie sind. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Oh, Matt, das ist gut, ja. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Wofür ist denn der Schalter? Ist der Schalter für... unten oder ist der Schalter für die... Man weiß die feine Steinmetzarbeit von Dunwalls Pflastersteinen erst dann zu schätzen, wenn man tagelang darüber gehangen hat. Na Ben, Bully, willkommen zur Let's Play Live Show. Amon, was? Amon wahrscheinlich, auch ein schicker Name. Willkommen zur Let's Play Live Show, vielen Dank für den Follower. Nichts würde mich mehr freuen, als mich Ihnen und den anderen anzuschließen, insbesondere wenn noch ein paar edle Tropfen im Papp lagern. Der Hebel ist gleich zu meiner rechten, Corvo. Achso, okay. Ja, benutzen wir den mal. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Nicht zu danken. Immer wieder gerne. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Mhm. Wir müssen Emily finden. Richtig. Und Campbell töten. Richtig. Nein, nicht töten. Und zwar schnell. Nicht töten. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ist es richtig ausgesprochen? Majestix? Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Oh, okay. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Mhm. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Okay. Ist es richtig ausgesprochen? Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Majestix? Schauen. Ist es richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Willkommen zur Let's Play Live Show und vielen lieben Dank, dass du nachher nochmal reinschaust. Wie gesagt, nachher gibt es Soma. Wir haben ja gestern ein bisschen angefangen. 22 Uhr gibt es ja hier immer Horror in der Let's Play Live Show. So. Also, wir müssen zum Oberaufseher. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Runen sind. Da hinten sind die Runen, ne? So, dann gucken wir doch mal. Schleichen wir mal. Die Tür ist verschlossen. Naja, das ist ja super. Kommen wir denn da durch? Können wir mit dem Teleporter wahrscheinlich übers Dach klettern? Amon ist wahrscheinlich mein Handy-Account. Achso, okay. Cool. Kommen wir da rauf? Ah, sehr schön. Ah je, da stehen aber sehr viele Wachen. Ah je. Da sind schon mal drei Wachen, die wir schon mal da sehen.
Besprechungszimmer ist unten. Hm, warte mal. Ich würde gerne... Ah, vielleicht hier rüber. Können wir klettern? Muss man mal schauen. So. Vielleicht ist es hier drüber besser. Ich duck mich mal. Haters fried the first shot butt. Bottle Street Gang fired the last. Okay. Holst du dir eigentlich auch das nächsten Monat Minecraft Story Mode? Weiß ich noch gar nicht. Kann ich noch gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Mhm. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Okay. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Okay. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Wir haben eine neue Nebenquest gerade bekommen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Wie gesagt, nochmal zurückzukommen auf Minecraft Story Mode. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht mich großartig informiert über Minecraft Story Mode. Ich muss mir das selber erstmal angucken. Und dann entscheide ich mal, ob ich mir das hole. So, wir schauen mal eben in die Quests rein. Wir haben irgendwas Neues bekommen. Nebenaufgaben. Da nicht tödlich. Das Zeichen des Ketzers. Durchsuche das Archiv nach Informationen über das Zeichen des Ketzers, mit dem Aufseher gebrandmarkt werden. Das machen wir auch mal als Nebenquest. Mich juckt hier oben gerade irgendwie sehr dolle. Ich weiß gar nicht warum. Ist immer, wenn ich irgendwie einen Livestream habe oder Let's Plays aufnehme, juckt mich das immer. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir die irgendwie ausschalten. Dass wir mal gucken, dass wir hier ungesehen bleiben. Mal erstmal hier runter. Mal erstmal genau gucken, wie die laufen. Also der eine läuft auf jeden Fall da runter, bis zu den Kisten. Und der pinkelt. Natürlich. Ah, ist das geil. So. Wo ist denn der dritte hin? Da hinten ist einer, aber wo ist der andere hin? Verdammt, ich sehe den dritten nicht. Aber den könnten wir uns jetzt eigentlich schnappen. Wenn der hier... Na, Mist, der dreht sich um, ne? Verdammt. So, gucken wir mal. Der kommt auf jeden Fall in die Richtung hier bei uns. So. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Na, ihr Mäuslein? Alles klar bei euch? Ich bin mal mutig. Da liegt auch unten was. Oh, das ist voll gefährlich gewesen. Aber voll gefährlich. Aber wir sind hier unten geschützt. Da hinten laufen auch 2. Wo ist der andere hin? Der ist wieder in eine andere Richtung gelaufen. Komm her. Komm mit. Dich sieht und findet keiner mehr. Denn du bist nicht ganz schwer. La 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 la. So, leg dich schlafen. So, Nummer 1 haben wir. Fehlt nur Nummer 2. Wenn ich jetzt wüsste, da oben steht... Ah, nee, doch nicht. Das war nur eine Figur. Ich dachte, da oben steht jemand. Ich habe schon voll die Paras von Soma. Immer noch. Aber wo der dritte ist, weiß ich immer noch nicht. Ah.
Den lege ich mal hier hin. Vielleicht ist der eine auch einfach weggelaufen, ich weiß es nicht. So. Also wo der ist, keine Ahnung. Ich sehe den auch nicht und finde den auch nicht. Da können wir auch reinklettern. Brandmarkierungsanweisung. Das ist die Nebenquest. Das ist die Hauptquest, wo auch die andere Nebenquest ist. Wir werden mal versuchen, erstmal dahin zu kommen. Hier war auch irgendwo eine Rune, ne? Oder? Ah, die sind beide hier bei der Nebenquest. Das ist schon mal supi. Wie kommen wir denn... Müssen wir über das Tor? Ich weiß es jetzt gar nicht, ob wir das direkt über das Tor müssen. Gibt es hier drin irgendetwas? Ah ja. Ein bisschen Gesundheitselixier nehmen wir natürlich mit. Sehr gerne. Und ich werde nicht den direkten Weg gehen, sondern natürlich hier rüber. Oh! Boah, das war knapp. Alter Schwede. Boah, der steht aber ungünstig. Eigentlich. So. Muss mich mal eben kurz um etwas kümmern. Mach's gut, auf Wiedersehen. Ich weiß ja nicht, ich weiß zwar nicht warum immer, aber naja gut. Nummer, Idiot Nummer 2 im Stream. So, Wayland, Hauptmann Körndorf und seine Gefolge werden heute Abend kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie den Kontrollposten ohne Zwischenfälle passieren können. Ich möchte, dass Hauptmann Körndorf gut gelaunt ist, wenn ich mit ihm ins Besprechungszimmer ein Getränk zu mir nehme. Bereiten Sie außerdem die Verteidigung des Kontrollpostens auch von Ihnen vor, falls die Verhandlungen nicht gut laufen sollten. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber ich möchte, dass Ihr Aufseher vorbereitet sind, falls Körnhoff und seine Männer dem Ruf der Stadtwache gerecht werden sollten. Aufseher Campbell. So, dann gucken wir mal. Da ist das Besprechungszimmer. Ich möchte ja, wie gesagt, erstmal zu den anderen Sachen. Bolzen sind voll. Oh, da ist nochmal ein bisschen Mana-Elixier. Wir sind aber... Mana ist auch voll. Warte mal, da machen wir das anders. Weil Mana können wir ein bisschen gebrauchen. Nehmen wir das mit. Kabelwerkzeug nehmen wir auch mit. So. Steht er wieder auf? Nein. Oh, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich versuche doch nochmal vielleicht anders dahin zu kommen. Kommen wir. Ach, man kommt gar nicht übers Tor, oder? Ich glaube vielleicht da oben drüber, wenn wir da irgendwie hinkommen können. Die Frage ist nur, wie kommen wir darauf? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Müssen wir doch vielleicht durch die Tür. Aber die haben ja eigentlich gesagt, eigentlich gibt es immer zwei Wege. Müssen wir mal schauen. So. Huh. Was? Spiele auf deine Art. Alternative Wege. Gerade noch von gesprochen. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. Dankeschön für den Tipp. Der Holger Square. Wer kennt den Holger Square nicht? So, wir müssen dahin, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie dahin kommen. Wir müssen definitiv in das Gebäude. Der pinkelt da oben erstmal schön runter. So. Da unten kommen wir auch rein. Oh,
guck mal an. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich. Natürlich. So eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Ach, da läuft auch noch eine Wache. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Shit, 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 shit. Ich probiere das mal. Ich probiere das einfach mal jetzt hier unten lang. Und wir schauen mal, wo wir hier rauskommen. Weil wir gerade ja gelesen haben, gibt es verschiedene Wege. Geld nehmen wir natürlich mit. Können wir gut gebrauchen. Gibt es da oben irgendwas? Den könnten wir jetzt schlafen legen mit den Betäubungsdingen, aber dann würde das auffallen. Der würde den ja auch aufwecken, der andere. Deswegen gehen wir einfach mal weiter und lassen die beiden einfach mal liegen. Half-Life. Fehlt mir nur noch die Brechstange. So, wir sind auf jeden Fall in der Kanalisation hier am Rumlatschen. Bolzen haben wir genug. Da, Lebenselixier, das nehmen wir noch mit. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Okay. Okay. Jetzt bin ich immer gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Auf jeden Fall sind keine Wachen in der Nähe, wo es aussieht. Ich schaue trotzdem nochmal durchs Schlüsselloch. Ich bin ein alter Schlüsselloch-Gucker. Macht ihr wahrscheinlich zu Hause auch, seid ehrlich. So. Da ist auch eine Tür. Wir haben übrigens nicht die Zahlenkombination. Jetzt fällt mir das gerade ein. Wir haben übrigens nicht die Zahlenkombination gefunden von dem Raum, von dem Labor, ne? Für den Safe. Haben wir nicht gefunden. Ich frage mich, wo die liegt. So, da ist auch niemand. Und ob wir die Tür aufkriegen. Ja, die kriegen wir auf. Zu den Zwingern. Warte mal. Das könnte sein, dass wir hier rein müssen, um zu den Brandmarkierungsanweisungen zu kommen. Oder sollen wir erstmal... Ich schaue jetzt mal, was hier in der Tür ist. So. Ah, okay. Ah, Büro des Oberaufsehers. Okay, dann wissen wir schon mal ungefähr die Orientierung, wo wir da hinkommen. So. Ja, zu den Zwingern gehen wir jetzt.